Hey Leute, Marcel Letzbier hier. Was geht ab, meine Freunde? Und willkommen zurück zu Just Cause 3. Jetzt haben wir hier einiges hier noch zu erledigen. Und ausgerechnet jetzt an mein... Und genau heute vor ein Jahr habe ich mein erstes Let's Play gemacht. Wenn ihr das genauso feiert wie ich, lasst darauf ein Like und ein Abo da. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Wir sind jetzt... Auch wir sind viel unterwegs und suchen jetzt nach den nächsten Herausforderungen. Nee, wie schon ge gesagt, genau heute vor einem Jahr habe ich mein erstes Let's Play gemacht. Also kann man jetzt sagen, hier habe ich heute mein hat mein Kanal heute das Einjährige. Und jetzt auch ein Aufruf an euch da draußen. Hier knallt den Like-Button voll und abonniert meinen Kanal. Und natürlich auch, wenn euch das Let's Play auch gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da für noch mehr Just Cause 3. So, dann würde ich jetzt mal sagen, starten wir jetzt die nächste Mission. Okay. Ich verstehe. Wenn man berücksichtigt, dass... Nach meiner Berechnung enden die Kabel von Vis Electra irgendwo da drüben. Da ist ein Energieknoten für General Di Ravellos HSW. Zerstör ihn, dann können wir die Waffe vielleicht abschalten. Wird mir ein Vergnügen sein. Viel Glück. Ach, aber ob das so ein Vergnügen dann wird? Okay, let's go. Ne, wir müssen jetzt hier diese... Folge den Rohren, Rico. Genau. Wir müssen jetzt irgendwie... den Weg in dieses eine Zentrum finden, was hier diese Schutzwaffe da... von den Kontrollturm da... aktiviert, die am besten zerstören. Damit wir dann... später dann den Kontrollturm da angreifen können. Was passiert, wenn diese Rohre auslaufen, Dima? Zerstörung von Kommandoknoten deaktiviert Raketen, die Chimaleon schützen. Dann betreten wir die genau, Basis Chimaleon, und die genau. militärische Kommandokonsole. Keine Rohre mehr. Aber hier sind Boote. Na gut, dann machen wir jetzt hier erstmal, was jetzt zu tun ist. Ah, das ist wieder so eine schwere Mission. Wo ich jetzt ein bisschen mehr mich in Deckung begebe. Weil das bringt echt nicht, wenn ich na toll, mehr habe ich jetzt leider nicht. Okay, dann von und dann hätten wir das schon mal hinter uns.
Und jetzt müssen wir wieder den Rohren folgen. Und ich tauche noch mal auf. So. Warte kurz, Rico. Ich hacke das Tor für dich. So, du bist drin. Folge den Rohren, Rico. Oh Gott, das ist jetzt wieder so eine Mission. Da habe ich mich beim allerersten Mal so schwer getan. Du Scheiße. Ich muss oft. Ja, guck, das kommt davon. Ja, toll. Das, genau das ist immer das Problem bei mir gewesen. So, du bist drin. Folge den Rohren, Rico. So, jetzt auf ein neues. Ja, und ich verspreche auch, dass ich in diesem Jahr versuche, mehr Let's Plays zu machen als im letzten Jahr. So. Weil das war mir schon peinlich, dass ich kaum Zeit hatte, was zuletzt playen. Na gut, jetzt wollen wir uns. Ah, gut, Rico. Der Energieknoten müsste im nächsten Raum sein. Da wären wir. Zerstör alles. Ich kümmere mich um die HSW und mache sie unbrauchbar. Mit Vergnügen. Ja. Bevor ich hier irgendwas zerstöre, wenn ich erstmal hier die. Nein. Du hast damit nichts zu tun, Freundchen. Du darfst leben bleiben. So. Keine Sorge. Ja, wunderbar. Gute Arbeit, Dima. HSW ist deaktiviert. Die Rebellion kann die Kommandobasis von Chimaleon jetzt betreten. Ah, dort. Schnellerer Ausgang. So. Den Teil hätten wir jetzt mal geschafft. Nee, das hatte ich jetzt nicht vor. Jetzt will ich hier. Genau, das habe ich mir jetzt auch gedacht. Dass ich jetzt hier die Mission mit Chimaleon mache. Dass ich den Kontrollturm von Chimaleon Kontrollturm angreife. Weil das kann man jetzt als ja jetzt in Ruhe machen. Da dieses eine Waffensystem ja jetzt zerstört wurde. Chimaleon. Da hoch mit dir jetzt. Okay, gehen wir. Genau.
Erstmal hier hin. So. Er hatte keine Chance. So, dann hauen wir das Ding zuerst weg. Das ist jetzt auch wieder ein ganz, ganz großes Gelände. Mal schauen, wie oft ich sage. Sorry, dass ich das hier jetzt auch sagen muss. Aber das wird wohl passieren, dass ich da häufiger sterben werde, weil das ist ja ein ziemlich großes Gelände hier. Na, von wo ziehen die denn? Mit ihren scheiß Scharfschützengewehr. Ey, wisst ihr was? Wir hauen da jetzt einen Granatapfel rein, so. Na gut, das hat zwar hier jetzt nicht alles zerstört, aber egal, also guck mal, jetzt irgendwie getroffen, die Halunken dann da etwas kümmern. Ah, ist jetzt die Atem. Warum? Jo. Wir geben hier erstmal wieder ein bisschen in Sicherheit, weil das wurde mir jetzt mir ein bisschen hier zu bunt. Also von da aus kann man schon ein Granätchen werfen. Wir haben ein paar Granaten hier. So. Erste Tank, gucken wir weg. So. Na gut, ein Granätchen haben wir schon wieder. So, Munition brauche ich, Munition. Und am besten nur ein paar Granaten. Ja gut, Granaten habe ich wieder voll und Munition auch. Jetzt können wir uns getrost, dass wir wieder. Nee, oder noch nicht. Volltreffer in den Kopf, Alter. So. Erstmal wieder schnell in Deckung, weil das wurde mir hier wieder ein bisschen zu
Und? Verdammt, ist das heiß! Na gut, dann habe ich mich jetzt gerade selbst in die Bredouille gebracht, aber egal. So. So, jetzt sollte sich wenigstens die Munition zu sammeln. So, das Ding erstmal. So. Mit euren Schutzausrüstungen da, ey. Jetzt kommen die schweren Geschütze. Jagen wir diese Heckklappe hoch. So. Na, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Na, komm. Er hatte keine Chance. Na, wie gefällt dir das, ne? Tschüss. Und tschüss. Gut, dann hätten wir das jetzt schon mal. So, worum kümmern wir uns jetzt? Lach nicht so dumm, mach lieber deine Arbeit. Also ein bisschen cool ist noch nicht schade, oder? Ey, du Kokosnuss, du sollst da jetzt erstmal um drauf. Naja. Ach, das ist noch so ein Ding. Warm Headshot, Alter, ey. So. So, dann haben wir das Ding jetzt auch umprogrammiert. Noch mal umsehen, ob wir hier auch schon unten wirklich alles haben. Weil jetzt kann ich euch verraten, jetzt kommt das schwerste Teil. Ja, ein Problem weniger. Genauso wie diese Dinger da. Scheiße.
scheiß Satellitenschüssen. So. Schockierend. Ah, hier haben wir noch ein Satellitenschüsselchen. Satellitenschüsselchen. So. Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt hier mal in den Turm rein. Mal gucken, nochmal nach, ob wir hier was zum Zerstören haben. Ah, hier haben wir noch so ein, eine scheiß Satellitenschüssel. Die hat sie auch verloren, genauso wie der Kerl da auch. Was ist mit dir? So. Ich höre da schon jemanden, aber man sieht sie nicht, aber man hört sie. Jetzt gehe ich noch einmal hier rum. Nee, das bringt es jetzt leider auch nicht, aber wir werden jetzt so, können wir hier was machen? Ja, wo können wir doch hier doch diesen Fahrstuhl aktivieren? Oder funktioniert das nicht? Na gut, dann wollen wir aber wenn schon langsam nach unten kommen. Auch am besten ohne hier von diesen Helikoptern getroffen zu werden. So, jetzt gucken wir noch mal. Mal gucken, bin ich hier auf dem richtigen Weg? Hier irgendwo muss doch noch was sein. Nein, das tun wir auch nicht. Na, ja, hier oben haben wir was. Kein Saft, dumm gelaufen. So, jetzt noch mal von vorne. Oder haben wir hier noch irgendwas? Nee. Ah, da oben ist noch so eine Satellitenschüssel. So, die haben wir auch los. Oder die sind wir jetzt auch los. Ah, ich habe jetzt absolut keinen Plan.
Und dann müssen wir dann nochmal hier umgucken. Aber nicht schon wirklich hier alles fertig haben. Oder ob wir doch vielleicht doch was übersehen haben. Moment mal, das versuchen wir mal hier mit dem Raketenwerfer. Einen sind wir schon mal los. Ach, da haben wir noch einen. Gut. Dann fehlt uns jetzt bloß nur noch dieses eine Ding. Aber das ist auch sehr, sehr gut versteckt worden, muss ich sagen. Ja, jetzt. Ja gut, dann ich bin dann. Was, dann spielen wir hier jetzt halt offline weiter. Egal. Ans Video drehen, also ans Aufnehmen und ans Drehen scheitert trotzdem nicht. Wie schon gesagt, Freunde, wenn ihr das genauso feiert wie ich, gerade auch hier jetzt hier mein einjähriges jetzt, was ich hier habe, Let's Play Jahr, was ich habe, ach da war das, lasst gern hier, drückt den Like-Button und abonniert meinen Kanal. So, schon haben wir das geschafft. Und haben damit auch ein Enterhaken. Nee, Enterhaken nicht, aber einen neuen Heli, den Helikopter, den wir uns freigeschaltet haben. So, also den Heli darf ich mir doch wohl mal zur Belohnung mal mitnehmen. So, jetzt warten wir noch auf die Frauen ausreden. Ja, eigentlich immer. So. Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Verschwinden Sie. Ja, halt die, oh, die wollen mich. Halt wollen die nicht. Klappe. So. Gute Neuigkeiten für alle Hobbyarchäologen. Der Kontrollturm von Chimaleon ist jetzt eine Touristenattraktion mit historischen Medici-Ruinen. Selbstverbesserung ist das Zauberwort und wir nehmen es ernst. Die Rechte von Promis im Urlaub hingegen weniger. Viva Medici! So verloren können kann nur auch hier dieser Vollidiot hier von Deravello sein. Oder deren Ravioli. Du mit deiner scheiß Kampfkante, Alter, ey. Du musst auch jetzt mal den Kopf zu durch. Ey, ihr habt hier gar nichts zu melden. Du schon mal gar nicht, ihr Freundchen.
Na, treffen müsse wohl gelernt sein, wa? So. Erst wenn ich dieses Schuss mir aufgeschaltet. Ey. Snipermeister. So. Dann wollen wir uns schon mal dann. Wir geben schon mal so ein paar Sachen zu zerstören. Ich hoffe, dass ich diese Sniper-Affen jetzt los bin. Ach, die haben auch ganz schön Abflug gemacht, ey. Du machst das auch einen Abgang. Ist zwar nicht so schön wie deine Kollegen, aber. Ah, ihr kniet euch auch schon extra nieder. Du machst jetzt mal den Kopf zu da. Schade, dass sie jetzt keine Panzer haben, ey. Ja, echt, schade, dass sie jetzt hier keine Panzer haben, weil. Und dann hätte ich jetzt erstmal richtig Kassala hier gemacht, ey. So. Das war nett von euch, dass ihr euch von mir näher kniet, aber da habt ihr auch nichts von gewonnen. Ah, da ist noch was. Das hätten wir jetzt auch. Ach, ich hoffe, dass der Affe jetzt tot ist. Und gerade auf diese Sniper Vollpfosten habe ich überhaupt keine Lusten. So. Und los geht's. Reicht es ein? Jetzt donnert's gleich. Warum ausgerechnet? Na, schick mir doch Panzer. Kann ich ja sehr, sehr gut gebrauchen. Also mit Panzern könnt ihr mich immer glücklich machen. So, raus mit dir. Ein Panzer gehört schon mal mir. So. So. So.
Aber wenn ich das mal mit könnte. Ich habe hier gerade einen Arsch vor Ärger. Praktisch. Unterstützung verfügbar, Rico. Ist das Gebiet bereit? So, dann muss ich erstmal hochfahren. Ja, das ist schon mal gut, dass wir hier einen Panzer haben. Weil ich wollte schon immer mal wieder was mit dem Panzer zerstören. Genau so wie diesen Kerl da. So, dann mache ich erstmal hier den Weg für die. Genau, so. So sieht's aus, Leute. Na, alles fit bei euch? Ja, jetzt wird wieder die Online-Anmeldung durchgeführt. Ich hoffe, das klappt jetzt. Jawohl. Ah, wir müssen mal ganz klein drüber. Ist ja alles kein Problem. Wir haben den Panzer. Also wir sind eigentlich ganz klar im Vorteil gegenüber den anderen Leuten. Mein Gott. Warum läuft er jetzt auch gerade daraus, wenn ich da mit dem Panzer langfahren wollte? Muss ich das verstehen? Nein, muss ich nicht. Ich will es auch nicht verstehen. Ich will einfach nur eins. Erstmal hier dieses scheußliche Ding erstmal hier umprogrammieren. Und jetzt will ich den Rest mit dem Panzer erstmal hier. Ah, da hinten noch, genau so. Und zack, habe ich einen Panzer auch freigeschaltet. Wunderbar. Das war witzig. Wo machen wir weiter? Ja, das frage ich mich jetzt auch. Ich jetzt noch mal mit dem Helikopter hätte. Aber zuerst warten wir wieder auf die. Genau. Seid gegrüßt! Der geschätzte General hat gehört, dass es wegen des Senders von Chimaleon zu Störungen des Fernsehempfangs kam. Sender und zugehörige Basis wurden deshalb zerstört.
Nur zur Sicherheit. Falls ihr glaubt, es gäbe in letzter Zeit mehr derartige Ankündigungen, dann irrt ihr euch und solltet es für euch behalten. Viva Medici! Diese Ausreden, ey, die liebe ich, ey. Wir gucken, wir haben jetzt den Kontrollturm von Simoleon. Erobert und auch jetzt hier diese Base. Okay. Ich würde jetzt sagen, das dürfte für das erste erstmal reichen. Wie schon gesagt, gerade hier für mein einjähriges YouTuber da sein und für das Let's Play. Lasst bitte und gerne einen fetten Like-Button da und abonniert meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, bis dahin und haut rein, euer Marcel Let's Play.